Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, dem Hardy. Jaha, ich bin wieder da. Und ich möchte ja das demnächst erscheinende Bioshock 3 mit euch zocken. Wann das rauskommt, weiß ich selber noch nicht so genau. Aber da ich die ersten beiden Teile noch nicht gespielt habe, dachte ich mir, fängst einfach mal bei 1 an, weil sonst bringt mir das irgendwie nicht so viel. Und naja, das Spiel ist jetzt auch schon ein bisschen was älter, aber ich hoffe einfach, dass wir trotzdem eine Menge Spaß miteinander haben werden. Ja, und würde ich mal sagen, ich bin schon gespannt. Das Spiel soll ja super geil sein. Ja, ich glaube, wir spielen mal auf Fortgeschritten. Oder soll ich lieber auf Schwer zocken? Ich weiß es nicht. Ja, wir machen mal auf Fortgeschritten. So. Ja, ich erwarte jetzt ein bisschen was von dem Spiel. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Bioshock. Yeah. Hammer geil. Was geht ab? Muss ich schon was machen? Nein. Wir ertrinken offensichtlich gerade. Zumindest sieht das so aus. Vermutlich sind wir mit dem Flugzeug abgestürzt, oder? Scheiße, ey. Über dem offenen Meer. So eine Kacke. Oh! Oh, geil. Ich kann was machen. Okay. Wir müssen uns vermutlich jetzt erstmal irgendwo durchhangeln. Durchcrawlen. Oh Gott. Lass mal weg von dem Feuer. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen nach vorne. Oh, das Ding läuft auch so langsam ab. Ah, ich kann auch ein bisschen schneller spielen. Okay. Na komm. Ah. Schön, schön, schön. Ist hier noch was Cooles? Nee. Okay. Ja, wollen wir erstmal sicheren Unterschlupf finden. Keine Götter oder Könige. Nur Menschen. Alte geile 40er Jahre Mucke oder was? Oder 20er, 30er? Keine Ahnung. Wo auch immer wir hier sind. Ah, da unten sind wir. Aha. Service-Radio. Ist auf jeden Fall schon mal ziemlich atmosphärisch. Wow. Fire at your fingertips. Incinerate. Plasmids by Ryan. Ich bin Andrew Ryan. Und ich möchte Sie eines fragen.
Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott, dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Geile Scheiße. Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Oh, was ist denn für einer? Geil, da ist ein Wal. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommt. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Okay, das war schon mal ein ziemlich geiler Anfang. Bin ich ja echt mal gespannt. Ob das wohl so gruselig wird wie Dead Space? Benutze die rechte Maus, um zwischen Waffen und Plasmiden zu wechseln. Was auch immer Plasmiden sind, aber das finden wir bestimmt raus. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Wow! Okay, fängt das schon mal gut an. Ist das jemand Neues? Was? Okay. Wärst du so freundlich, das Funkgerät anzunehmen? Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Okay. Kann ich irgendwas nehmen? Waffen? Maschinengewehre? Doch hier irgendwo, oder? Nur noch ein bisschen mehr. Da kommt sie. Bitte nicht und schwinde. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Verdammte Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Ah, Docken. Achtung, was? Du bist super! Du bist das Kolosseum! Du bist super! Du bist das Louvre-Museum! Ja, und jetzt? Wo lang? Hier durch? Nein.
Ryan besitzt uns nicht. Ja, finde ich ja cool, dass das jedes Mal übersetzt ist, wenn irgendwo was steht. Ziemlich fette Sache. Zerstöre die Trümmer, die die Tür blockieren. Ah, okay. Sie kamen immer wieder zurück. Nennst du das? Was? Backen, ey. Kannst du nicht einfach brennende Sofas auf dich schmeißen? Ich hatte niemanden verletzt. Oh, wer ist er denn? Komm schon. Ich will bloß reden. Willst du überhaupt nicht reden? Alter. Auf die Fresse, Junge. Da hab ich dir einen gegeben, ey. Ah, okay. Ich muss aber mal eben kurz die Mausempfindlichkeit noch weiter runterschrauben, weil die ist doch sehr hoch irgendwie. Ja, weiter. Ja, schon besser. Okay. Türsteuerung. Okay, die ist im Arsch. Die Vision eines Mannes, die Rettung der Menschheit. Okay. Plasmids. Plasmide. Okay, rennen kann man aber scheinbar nicht. Ist hier noch was ich mitnehmen kann? Ein Pep-Riegel gegessen. Coole Sache. So. Okay. Gatherer's Guard. Da machen. Elektrobolt? Bleib ruhig, der genetische Code wurde gerade von einem Plasmid namens Elektrobolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Was spritzt er sich denn direkt dann auch direkt? Der weiß doch gar nicht, was das ist. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Ob ich was habe? Hörst du das? Lass uns abhauen, Quächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden, Feigling. Hab ich's mir noch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Hey, cool, das war die Stimme von Arlok, dem Fischmenschen aus One Piece. Wer ihn kennt. Oh, shit. Sieh mal, Mr. Bubbles, ein Engel. Ich sehe, wie Licht aus seinem Bauch kommt. Warte mal, er atmet noch, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Das Vieh heißt Bubbles, na, das ist aber doch wirklich niedlich. Bubbles! Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Aha, jetzt habe ich... Ah, ich kann so die Waffen wechseln. Aber ich verbrauche dabei scheinbar so ein Zeugs. Ah, ich kann auch durch verschiedene Maustasten verschiedene Plasmide, wenn ich die eingesammelt habe... benutzen. Ja, okay, das muss ich dann wohl noch ein bisschen umstellen in den Tasten, aber nicht jetzt. Okay, warte. Hier war nichts mehr. Nein. Ah! Also die Anzeige lädt sich aber auch nicht von alleine auf, so wie ich das sehe. Na egal, dann... Au. Fucking stylisch ist das. Ja, geil.